Erstes Untergeschoss. Recht klein hier. 5 Schatztruhen, ein Item. Sieht aber auch wieder schick aus hier. Zweites Untergeschoss. Da sehen wir schon mal die erste Truhe. Tyrantel und Karpfenkröte. Ganz schön hohe Beine, das Biest. Oh, Lunath ist vergiftet. Das beseitigen wir einmal flott. Antidot. Katzenkrallen erhalten. Müsste, glaube ich, für die Klasse hier sein, aber ich lasse diese Klassen lieber unbewaffnet und machen sie eigentlich mehr Schaden. Hilfe, rettet uns! Die 4 Schluffen von vorhin, was ist denn Schluffen für ein geiles Wort? Sieht aus, als würden hier echte Helden gebraucht. 8 Goblins. Die ziemlich schlechtesten Gegner überhaupt. Ja, dann machst du Flächeneis. Und das müsste es eigentlich auch schon sein. Das sind doch mal Schadenszahlen, die wir hier machen, ey. Noch ein bisschen Gas. Acht Erfahrungspunkte. Tja, vielen Dank, Kinder. Vielleicht sind wir doch nicht ganz so legendär, wie wir dachten. Aber so ist das halt. Manchmal beißt man den Goblin und manchmal wird man vom Goblin gebissen. Haha. Schönen Dank nochmal. Ich glaube, unsere alten Knochen brauchen erstmal etwas Erholung. Wir werden hier ein wenig verweilen. Die 4 legendären Krieger seid also wirklich ihr? Wie kann das sein? Ich war mir so sicher, dass wir das sind. Wir müssen wohl noch etwas trainieren. Aber sich nur ein ganz kleines bisschen. Ihr habt was gut bei uns. So viel steht fest. Bis neulich. 4. Untergeschoss. Ist das so ein bisschen heller da unten? Da wollen wir mal auf jeden Fall gucken, ob da was ist. Sieht man hier auch schon, ja. 2 Truhen. Main Gorge, oder wie auch immer man das aussprechen soll. Und Thors Hammer. Zwillingsliga, was auch immer Liga sein sollen. Nochmal 2 Truhen. Brauche ich Halkum? Was soll das sein? Okay, ein Messer. Mit Life Leech, ja, okay. Falls wir so einen Dieb dabei hätten. Kraftarmschutz. Kannst du das ausrüsten? Kann er. Ein Armschutz, der die Stärke erhöht. Jo. Die kennen wir schon. Achso, das habe ich eben gerade gar nicht erzählt. Dann lasse ich den Kampf nochmal drin, auch wenn die Gegner jetzt doppelt sind. Kraftschub haben wir hier. Damit kann man die Kräfte einmal sammeln. Dann greift er nicht an und macht dann in der nächsten Kampfrunde mehr Schaden. Sollte man aber den Kraftschub mehrmals in Folge benutzen, kriegt der Karateka Schaden. Und treten ist ein Angriff gegen alle. Ja, wir lassen es einfach mal so. Weiß auf alle, müsste dann passen, denke ich. Erste Kröte wurde schon weggetreten. Refia muss sich gleich mal entgiften nach dem Kampf. Berufsstufe 2, ja, das wird auch erstmal dauern, bis er brauchbarer wird. Das Ding sieht ja ulkig aus. Hier ist nichts mehr. Hatten wir jetzt eigentlich alles? Das Item fehlt noch. Wer seid ihr? Und was wollt ihr von mir? Wir sind hier, weil wir uns deine Levigras-Schuhe leihen möchten. Hihihi, ihr 3 Käse hoch, so wollt die 4 legendären Helden sein, dass ich nicht lache. Aber egal, hier habt ihr die Schuhe. Fangt sie und haltet sie ganz doll fest. Die schluffen wieder. Vorsicht, Entdeckung!
Das war ein falscher Hase. Woher wusstet ihr das? Legendäre Kriegerintuition natürlich, ist doch klar. Nee, Spaß beiseite, ich hatte die echten Schuhe schon mal gesehen. Hör mal, Delilah, diese Jungspunde hier sind wirklich die Helden. Ist das so? Das tut mir aber schrecklich leid. Wärst du so nett, ihnen die Schuhe zu leihen? Wie könnte ich euch eine bitte abschlagen? Also gut, hier sind die guten Stücke. Die sehen auch genauso aus. Die Levigras-Schuhe erhalten. Sehr schön, damit kommen wir über die bodenlosen Sümpfe. Die Levigras-Schuhe angezogen. Vielen Dank. Ihr mögt vielleicht nicht die auserwählten Krieger des Lichts sein, aber die Herzen wahrer Helden habt ihr, keine Frage. Ach was, das war doch gar nichts. Aber jetzt nichts wie zurück an die frische Luft. Haltet euch gut an mir fest, ich werde uns nach draußen teleportieren. Besten Dank. Da steht einer. Ne, alle sind hier, dann quatschen wir nochmal flott mit denen. Wir sind vielleicht nicht die vier auserwählten Helden, aber nichtsdestotrotz gewählt heldenhaft, jawohl. Ich mag die Entschlossenheit in euren Augen. Euch könnte es vielleicht wirklich gelingen. Dachtet ihr wirklich, ich hätte uns rausteleportiert? Nee, nee, das war bloß ein Notausgang. Hehe. Ihr seid vielleicht stärker als wir, aber dafür haben wir einen Fanclub. Na toll. Gut, dann sind wir hier durch. Raus hier. Dann werfen wir einen Blick auf die Karte. Es hieß im Süden im Gebirge. Da sehen wir schon so ein U-Gebirge in der Mitte im Wald. Das wird es wohl sein. Eine Sache interessiert mich aber noch. Es hieß, das Schiff sei angekettet. Dann dürften wir jetzt ja nicht fahren. Was ist das denn? Das finde ich ja geil gemacht. Ans Land gekettet, ja? Okay, meinetwegen. Gut, also ab nach Süden. Kuoka und Magier. Gut, dann einfach mal weitermachen wie gehabt. Ich möchte mir gerne mal was ausprobieren und zwar würde ich gerne mal Lunith nach hinten setzen. Ich glaube nämlich, dass der Tritt von hinten genauso viel Schaden macht, als wenn er vorne steht. Und da als Karateka eh nicht so gerüstet ist, Drakrokotta müsste das eigentlich sinniger sein, denke ich mal. Beschleunigen bitte, würden wir jetzt gerne mal sehen. Jawohl, sieht gut aus, dann kann er auch erstmal hinten bleiben. Für Bosse, wenn er draufhauen soll, normal, dann können wir ihn nach vorne ziehen. Schokobowald hier. Jo, brauchen wir aber gerade nicht, danke. Das müsste wohl der Sumpf sein. Und das ist das goldene Anwesen. Goldes Anwesen, Erdgeschoss. Vier Räume und eine Treppe nach oben. 12 Schatztruhen, keine Items. Auf geht's. Tür ist verriegelt. Nö, das machen wir glaube ich mal mit dem Dieb. Einmal flott die Klasse wechseln. Aufschließen. Und wieder retour. Ist glaube ich nicht unbedingt in der Sache, aber was soll's. Achso, ich wollte noch die Waffe wieder rausnehmen. Ja, ist ja spannend hier. Gut. Dann gucken wir also rechts. War irgendwie zu erwarten. Hält ein bisschen auf, aber zum Glück nicht allzu lang. Ja, dekorative Statuen, da ist wahrscheinlich nichts mit. Nee, kommen wir also wieder raus. Gibt's da gar keine Kämpfe oder was hier los? Goldene Bücherregale, ja auch da ist nicht wirklich was mit. Ich teste trotzdem alle durch. Nee, leider nicht. Oh, jetzt kommt doch ein Kampf. Goldbär. 120, Junge, Junge. Warum denn immer auf Arg? Was habt ihr denn gegen den? Berufsstufe 3. Auf jeden Fall erstmal heilen. Einmal so und machen wir es einmal so. Da können wir rüber. Und da geht es weiter hoch. Dann möchte ich mal fast vermuten, dass das der richtige Weg ist.
Gucken wir uns mal lieber erst die offizielle Treppe an. Erster Stock. Sind das 12 Truhen? Wahrscheinlich ja. Müssen wir nochmal durchzählen. Dann rennen wir mal rum. Goldritter. Auch die nehmen Ark erstmal in die Zange. Verlorenes Gold. Jonas kriegt er nur einen Schadenspunkt. Da hat er echt gerade gute Rüstungen mit der Klasse abgekriegt. Ich meine, man hat was Neues gekauft, aber hätte ich nicht erwartet, dass das so gut läuft mit ihm. So, Nummer 1. Goldschwert. Goldschwert Nummer 2. Nummer 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Drachenkrallen. Okay, aber das waren ja alle 12 Truhen. Wie sind die Schwerter denn? Tauchen nicht oben auf? Das ist schon mal komisch. Ja, das ist wohl offensichtlich Schrott. Ein Schwert aus reinem Gold, das ein stolzes Sümmchen einbringen dürfte. Also zum Verkaufen gedacht. Dann mal wieder runter. Und lass mich raten, ist wieder abgeschlossen, wa? Natürlich. Goldkrieger. Goldnadel zur Belohnung, das passt ja echt super. Wieder im ersten Stock. Jo, da kürzen wir doch einfach mal unten durch ab, würde ich sagen. Praktisch. Zweiter Stock und ich vermute mal, das wird Goldor selbst sein. Dann holen wir Lumeth mal nach vorne dafür. Muss nochmal geheilt werden. Ark auf jeden Fall, sehe ich gerade. Also die hassen ihn hier echt richtig. Ach, komm, was soll's. Ihr werdet den Kristall nicht bekommen. Ihr kriegt höchstens eine Tracht Prügel. Also, draufhauen. Du jetzt erstmal Kraftschub, würde ich sagen. Du kannst ruhig mal analysieren. Und du nimmst deinen stärksten Zauber. Wieso lande ich immer bei den Items? Eisgar. Ja gut, jetzt haben wir eine Weißmeierin mit Sonnenbrille. Blind interessiert bei ihr wirklich nicht. Keine Schwächen vorhanden, okay. Und Eisgar macht auch echt wenig Schaden. Aber gut, das haben sie ja auch angekündigt. Weiterhauen, du haust jetzt. Ja, wenn Magie nicht viel bringt, heilen müssen wir gerade nicht, dann verteidige ich mich erstmal. Und du machst nochmal Eisgar. 1400, nicht übel. Sturm ist uns bei ihm auch egal. Ui, da mache ich mal kurz langsam. Das macht doch nicht gerade wenig Schaden. Draufhauen, wieder Kraftschub. Unbedingt heilen, Vitra auf Luneth. Und ich würde gerne mal wissen, ob du mit dem Bogen mehr Schaden machst. Der darf auch echt nicht zweimal in Folge den gleichen von uns treffen, dann haben wir ein Problem. Obwohl ich sehe gerade, Ingus macht ja auch nur 100 Schadenspunkte, dann würde Ark wahrscheinlich nicht viel machen. Obwohl, das geht einigermaßen. Trotzdem ist... Kraftschub hatten wir zuletzt. Schön, dass es angezeigt wird, das ist echt klasse. Da heilen und du nimmst trotzdem Eisgar, macht glaube ich ein bisschen mehr Schaden. Joa, nicht viel, aber mal hin. Und das waren jetzt auch gerade 350 von Ingis statt 100. Wieder Luneth, diesmal nur 200, das finde ich gar nicht mal schlecht. Dann müsste auch ein Vita reichen. Ui.
dann reicht natürlich kein Vita, dann hätte es Vitra sein müssen. Drohfaun, Drohfaun. Dringend verarzten. Und fertig. Ihr verdammten... Wenn ich den Kristall nicht haben kann, dann ihr erst recht nicht. Der Kristall zerbricht in 1000 Stücke. Das ist ja großartig. Oh nein, er hat ihn zerstört. Jetzt würde euch niemals gehören. Haha. Golda lässt den Schlüssel für die Kette zurück, mit der das Schiff angekettet ist. Als die Gruppe ihn aufheben will, löst er sich in Luft auf. Goldas Fluch ist aufgehoben, das Luftschiff kann wieder geflogen werden. Unser Schiff haben wir befreit, aber der Kristall ist zerstört. Jetzt ist guter Rat teuer. Ja gut, dann treffen wir uns in der nächsten Folge bei unserem Schiff wieder. Bis neulich!